als wir unsere Referenten, Referentinnenliste zusammengestellt haben, dachten wir eigentlich ist Thomas Diermand ja schon fast ein Template für unser Vorhaben oder für unser Agieren, nicht nur mit dieser Ausstellung hier. Und ich möchte den heutigen Abend auch sehr gerne mit einem, wie ich finde, doch sehr, sehr schönen Zitat von dir beginnen. Und zwar, alles, was ich in die Welt setze, ist vielleicht das Echo dessen, was wir ursprünglich gesehen hatten. Ich finde, es ist eine wunderbare Umschreibung dessen, wie gesagt, was wir hier in der Kunsthalle Wien mit der Ausstellung der Exposition Imaginär für etwa 2 Monate und mit über 40 Gästen ausprobieren und diskutieren. Das zunehmende Erstarken der Digitalisierung unserer Gegenwart und wie Kunst, Kunstproduktion und in unserem Falle, wie gehen Ausstellungshäuser mit der Tendenz der Dematerialisierung um? Was wäre, wenn die Ausstellung nur eine imaginäre Form hätte? Kann Kunst aus ihrer Ortsgebundenheit herausgelöst werden? Wie sehen die neuen Formate des Ausstellungsmachens aus? Was braucht die Kunstproduktion und welche Rolle übernimmt die Kunst in unserer Zukunft und in unserem Zusammenleben? Thomas Diermand sagt, was wäre, wenn wir Zugang hätten? Was wäre, wenn wir nicht nur aus Bildern von der Welt erfahren, sondern wenn wir all an diesen Orten sein könnten, über die uns die Bilder erzählen, die wir permanent und überall sehen? Thomas Diermand ist in den 1960er Jahren in München geboren. Wir haben eine ähnliche westdeutsche, sehr, ich würde sagen, so in den 1970er und 1980ern sehr positivistische Sicht auf die Welt gehabt und glaube ich, ich übertreibe dann nicht, doch wirklich so an die Zukunft sehr positiv geglaubt und gedacht. Und das hat nichts mit heiler Welt zu tun, aber eine sehr, sehr positivistische Weltsicht gehabt, die nicht unbedingt heute alle, wenn wir in der gleichen Generation wären, wie wir damit heute wären, nicht unbedingt alle mehr so haben. Du hast an der Kunstakademie in München studiert, an der Kunstakademie in Düsseldorf, einige Jahre verbracht am Goldsmiths College in London. 2010/11 warst du sogenannter Getty Scholar am Getty Research Institute in Los Angeles. Und seit 2011 hast du eine Professur für Skulptur an der HFBK, Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, inne. Du lebst in Los Angeles und in Berlin. Schöne Kombination. Wenn es so etwas wie Ruhm und Erfolg von Künstlern, Künstlerinnen gibt, ist Erfolg meiner Ansicht nach auch damit verbunden, nicht nur über sich selbst zu arbeiten. Thomas Diermand ist auch Kurator. Siehst du, ich wusste, das ist, aber du bist Kurator, zumindest wärst du so, kuratierst du auch und du kannst das auch gerne. Aber ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Und wie bereits erwähnt, Professor an einer Kunsthochschule. Du selbst hast unter anderem in Düsseldorf studiert, bei einem der einflussreichsten Professoren seiner Zeit, Fritz Schwegler, der neben dir so unterschiedliche und erfolgreiche Künstlerinnen wie Gregor Schneider, Katharina Fritsch oder Thomas Schütte unterrichtet hat. Und als Lehrender, du heute selbst seit einigen Jahren, kann man Autorenschaft nicht nur für sich selbst reklamieren. Es geht auch darum, andere zu inspirieren und inspiriert zu werden. Was erwartest du von deinen, also als kleine Einstiegsfrage, was erwartest du von deinen Studentinnen und vice versa, also was erwarten die Studentinnen von dir? Muss ich erstmal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt ganz im anderen, in der ganzen anderen Schublade. Was ich von denen erwarte, ist, dass sie, ja, das ist, die meisten Sachen wurden schon vor mir schon in besserer Form gesagt zu dem Thema, aber die Akademie ist ein freier Raum und das ist viel. Das ist ein, in der ich für eine Zeit lang die Verantwortung übernehme für das, was sie tun oder was sie machen wollen. Und mit denen, und den Freiraum muss man, den sollten sie nutzen. Ich weiß nicht, ob das alles, was sie da machen in der Hochschulzeit am Ende, das ist, auf was sie sich hinterher
sozusagen beziehen, das wissen wir alle nicht. Aber gewisse Ideen zu entwickeln, gewisse Sprache zu finden für das, wofür man sich einsetzen möchte, bestimmte Dinge, einen Arbeitsethos zu entwickeln, dazu versuche ich sie irgendwie anzuleiten. Also, dass man auch eine Gruppe hat, in der man sprechen kann, dass man eine Gruppe hat, in der die lernen an sich ja viel mehr als von mir. Das sind für mich die wichtigeren Dinge. Ich habe aber jetzt keine, ich entscheide jetzt total von Fall zu Fall, aber ich habe niemanden, der Modelle baut und fotografiert oder sowas. Also ich will jetzt keine Schule von mir anfangen. Das ist, also mich interessiert das auch deswegen, weil ich verfolge natürlich Akademien doch sehr, sehr nah. Hin und wieder unterrichtet man. Und was mich doch immer wieder wundert, dass die Bedingungen, unter denen heute, ich habe eine Rückkopplung, die Bedingungen, unter denen heute studiert wird, Kunst studiert wird, sind ja vollkommen andere Bedingungen als noch vor 10, 15 Jahren und vor allem in der Zeit vor 20 Jahren, guten 20 Jahren, als du studiert hast. Ich will jetzt auch nicht sagen, mein Gott, früher war da irgendwie alles besser, aber es war auf jeden Fall weniger komplex. Ja, also Künstlerbild, Künstlerinnenbild, die Produktion von Bildern und Images war auf jeden Fall etwas schärfer und klarer definiert, als es das irgendwie heute ist. Ja, aber der Zugang zu Mitteln ist heute besser, als das damals der Fall war. Der Zugang zu Produktionsmitteln, die akzeptiert sind, ist wesentlich offener. Also wenn du daran denkst, so 25 Jahre Zugang zu vernünftigen Kameras zu haben und Fotoequipment zum Beispiel, war enorm schwer. Das gab es einfach nicht. Das hatten nur Profifotografen. Das ist heute alles vollkommen demokratisiert. Der Zugang zu Computer helfen vielen Leuten, sehr viel Informationen an sie in sehr schneller Zeit zu absorbieren. Das hätte man damals in der Bibliothek machen müssen. Das hieße aber, dass man sich an die Öffnungszeiten hält, dass man Dinge dann also aus dem Atelier die Zeit wegnimmt, die man im Atelier verbringt und sowas. Also die Accessibility von Dingen, von den Mitteln, die man braucht, um sich zu bilden im besten Sinne, ist wesentlich größer. Der Austausch ist natürlich größer. Was damit einhergeht, ist eine gewisse Verunsicherung. Dass du sozusagen alles gleichzeitig hast und nichts mehr als Entdeckung feiern kannst, weil alles vor dir liegt. Der ganze Tisch ist voller Dinge. Und zwar früher dann doch so, wenn dir dann jemand über Solivit erzählt, dann denkst du, was soll denn das? Und dann liest du das durch und dann entdeckst du das langsam. Jetzt ist halt einfach alles sofort da. Das ist ein bisschen, also die Denkprozesse sind eben vielleicht nicht ganz so schnell wie die Prozessoren, die Dinge, die liefern, über die du nachdenken möchtest. Ich meine, darauf wollte ich in einer gewissen Weise auch hinaus. Also du bist selber gerade von der Hardware quasi bis zur Software, bis zum Denken gegangen. Ist das Denken tatsächlich ein anderes? Ja, das Denken ist, glaube ich, mal ein anderes geworden. Und was auch noch anders geworden ist, ist, dass es das Berufsbild des Künstlers heute gibt. Das gab es damals nicht. Es gab zwar so Künstler, die man im Museum sah, aber es gab nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man es selber als Künstler zu einem gewissen Lebens, also dass man davon leben kann, war enorm gering. Das heißt, man musste sich vor allen Dingen in so einem gewissen Heroismus entscheiden, ob man auch Taxi fährt und dafür aber seine Arbeiten weitermacht oder ob man mal schaut, wie weit man kommt, was einem jeder sofort sagt, dass es natürlich nicht funktioniert. Also es war klar, dass natürlich von 700 Studierenden in der Kunstakademie Düsseldorf wahrscheinlich nur 2 oder 3 davon leben werden können. Das wurde einem jedenfalls immer eingebläut und das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Ich glaube, dass Kunst sehr viel populärer ist, natürlich auch sehr viel mehr in die Gesellschaft einwirkt als früher, relevanter ist. Vielleicht gibt es nicht mehr die Rolling Stones, aber es gibt viel mehr kleine Bands, in dem metaphorisch gesagt. Und es wird natürlich auch die ganze Zeit gezeigt im Film und Fernsehen, was man als Künstler, wie weit man als Künstler bringen kann. Das war natürlich auch nicht damals, auch nicht so wahnsinnig präsent. Also wie der Lebenswandel von der Generation von Markus Lippers war, war unbekannt, war auch unwichtig, unerheblich. Also wie Solivit sein Leben zugebracht hat, ist vollkommen unerheblich. Nochmal. Wie Solivit sein Leben finanziert hat, war für die Rezeption von Solivit vollkommen unerheblich. Hauptsache, der konnte die Werke irgendwie finanzieren. Aber ich meine, es wäre ein völlig anderes Thema, aber ich glaube nicht, dass das ist wirklich die Motivation, heute Bildproduktion zu machen und zu studieren. Nee, das nicht, aber sie ist nicht mehr so. Du musst eben keinen Heroismus, keine Romantik, du brauchst keine romantische du musst dich nicht mehr darauf einstellen, dass du sowieso als Versager leben wirst.
weil du es nicht schaffen wirst, weil es keiner schafft von denen. Also zum Beispiel, was mir viel gesagt hat, in Düsseldorf war der allgemeine Tonus übrigens in München viel stärker, dass sowieso keiner von euch es schaffen wird. Weil es kann als Künstler, es gibt so wenige Künstler, die Erfolg haben. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr das als Liebhaberei macht und dann, wenn jemand Glück hat, dann kommt er weiter, aber ansonsten nicht. Was natürlich einen riesen Widerspruch bedeutet, warum macht man das dann? Warum studiert man, wenn sozusagen die Professoren, die Lehrenden dir von vornherein sagen, dass du sowieso keine Chance hast, das zu machen? Aus idealistischen Gründen. Und somit war das ganze Studienmodell viel idealistischer, als es heute ist. Weil der Informationsaustausch heute viel größer ist. Du weißt, wie viele Kunstmessen es gibt, du weißt, wie viele Leute daran beteiligt sind, du weißt genau auf Scene and Heard, wie viele Gesichter da durchgereicht werden, wer was macht. Die wissen das alles. Die wissen viel, viel mehr darüber, als wir damals wussten, weil es auch viel mehr zu wissen gibt. Aber du musstest, damals war das alles sozusagen eine idealistische Entscheidung für das Scheitern deines Lebensentwurfs. Das musste man wissen, das wussten die alle. Und als ich dann nach London gegangen bin, gab es dann so eine Untersuchung, die hatte Thatcher in die Welt gesetzt. Wie viele aus diesem Kunstfeld, also die Leute, die studieren an den Kunsthochschulen, die wollte halt einfach von allen Hochschulen, hat die eingefordert, dass die so eine Art von Feedback-Study machen, 10 Jahre nachdem sie die Abschlüsse gemacht haben, arbeiten die Leute auch in den Studienfächern, die sie studiert haben. Und eins von den Studienfächern war eben die Kunst. Und in diesem Studienfach von der Kunst war bemerkenswerterweise der höchste Prozentsatz derer, die da studiert haben, haben in dem Feld auch gearbeitet. Wenn man das Feld etwas weitermacht und nicht nur den Künstler vor der Staffelei sieht, sondern den in der Kreativwirtschaft Tätigen, und in England macht man das sowieso, wenn man David Bowie hat an der Kunsthochschule studiert und Roxy Music, das wissen wir ja alles. Also wenn man das ein bisschen weitermacht, wer da alles in dem Feld agiert, dann waren es über 80%, was bei zum Beispiel Juristen nur 30% zu dem Zeitpunkt waren. Also wirklich außergewöhnlich viele. Mediziner sind auch sehr hoch, aber Künstler waren die höchsten. Und das bedeutet, man musste einfach dieses Feld anders lesen. Und in Deutschland war das halt so, die Education, die du da bekommen hattest, war genau auf diesen Künstlermythos ausgerichtet. Auf diesen einen Künstler, der dann unter Umständen dein Professor übrigens auch ist. Also Meister- oder Meisterschülerprinzip. Genau, das Meisterschülerprinzip. Und das war natürlich sehr eng. Das ist heute, hat sich total aufgeweicht. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wenn du das Feld ein bisschen weiter aufmachst, ob das jetzt wirklich der Maler ist oder ob das der, wie auch immer du als Agent dich da in diesem Feld bewegst, ist ja nicht mehr so klar, wie du selber auch sagst. Aber es gibt wesentlich, es ist jetzt nicht mehr so, dass man sich sozusagen als leidender Künstler schon sehen wird, wenn man diese Sache überhaupt anfängt, sondern du schaust erstmal, was für Möglichkeiten du findest und wie man da agieren kann und ob es Modelle gibt. Da gibt es ja viele Modelle auch von Gruppen zum Beispiel oder von viele Leute fangen an der Kunsthochschule, machen dann was anderes. Und das ist alles nicht mehr dieser, dann habe ich es ja nicht geschafft, Mythos. Ja, das hat indirekt, ja eigentlich sogar sehr direkt, sehr viel sogar mit unserem Thema zu tun. Mhm. Es streift natürlich die, was bedeutet heute Genialität, was produziert man überhaupt und warum? Wenn ich dich jetzt richtig lese, würde es ja bedeuten, dass heute die Entscheidung, Kunst zu studieren, Künstlerin zu sein, eigentlich eine wesentlich gesellschaftsrelevantere Entscheidung ist, als sie es damals war, wenn man ja doch eher außerhalb dessen stand, als zumindest war es so das absurde der arme Poet-Bild. Also das gibt es natürlich heute irgendwie nicht mehr. Aber jetzt formal, was du tust, wenn man selbst deine sehr frühen Arbeiten irgendwie anschaut, hast du auf einer, nicht digitalen, aber auf einer analogen Ebene doch sehr viel, zumindest mich interessiert in erster Linie nicht die Hardware, sondern das Denken dahinter, denke ich, doch sehr viele Denkprozesse irgendwie vorweggenommen. Ja? Wie andere Künstler auch, aber davon gibt es einfach irgendwie nicht so viel. Und das danach in meinem Fall, in unserem Fall als Ausstellungsmacher oder Kurator oder Institutionsleiter sucht man natürlich in einer gewissen Weise danach, wer sind die Personen dahinter, wer sind die Autoren dahinter und wie beschreiben sie das, was irgendwann mal zum kollektiven Archiv gehören sollte. Mhm. Also welche Bilder schaue ich mir in ein paar hundert Jahren, also nicht wir, aber Generationen nach uns an. Da sind ja nicht unbedingt die Autoren dann wichtig, wenn ich heute ins Kunsthistorische Museum gehe hier. Interessiert mich zum Beispiel nicht der einzelne Autor, sondern eher die Gesellschaft der jeweiligen Zeitläufe. Das ist, ich glaube eher sogar, dass also die Zeit des genialischen Künstler ist eine Idee des 19.
20. Jahrhunderts, dass es irgendwann auch wieder vorbei ist. In einer gewissen Weise. Es hat nichts damit zu tun, dass man erfolgreicher Künstler, Künstlerin irgendwie ist. Aber ob man das irgendwie aushält, ist was anderes. Auf deine Arbeitsweise bezogen ist natürlich deine Arbeitsweise, um ein bisschen ein anderes Thema auch zu gehen, folgt sehr häufig immer einem ähnlichen System. Du privatisierst quasi öffentliche, häufig nicht nur, also öffentliche, häufig ikonische Bilder, die jeweils nicht weniger ikonischen historischen Gegebenheiten vorausgingen, zum Beispiel das Oval Office, Washington, Henri Matisse Atelierboden, das Fukushima Kernkraftwerk nach dem 2011 Tsunami. Zumindest für ein deutschsprachiges, also wahrscheinlich mittlerweile global, aber für ein deutschsprachiges Publikum oder Rezipienten deiner Arbeiten, Barschel. Das Titelbild der Zeitschrift Stern von 1987 mit dem toten Politiker Barschel in der Badewanne im Hotel Beau Rivage in Genf hast du in ein inzwischen ebenso, das ist ja wirklich absurd, berühmtes Foto übersetzt. Also dein Foto ist vermutlich genauso für Nachfolgende, also für Bildrezipienten. Berühmtes Foto übersetzt, das nur noch die Badewanne zeigt ohne den Toten. Dieses Bild hat sich, Zitat von dir, eingebrannt in den öffentlichen Diskurs, und zwar nicht nur wegen der Machenschaften von Herrn Barschel, sondern auch, darf man das überhaupt zeigen? Also auch da geht es wieder um Autorenschaft. Es handelte sich um einen Widerspruch unserer Wahrnehmung, unserer eigenen zeitgenössischen Situation in Bezug zur Geschichte. Umso länger Ereignisse, das ist auch unglaublich, eigentlich absurd, umso länger Ereignisse zurückliegen, umso fiktionaler werden Ereignisse oder werden diese Ereignisse, und desto mehr wird es überlagert von den eigenen Erinnerungen. Also sehen wir überhaupt noch irgendeine Realität, wenn wir googeln und lesen? Wie stellt sich das Verhältnis von Original und Kopie dann in deiner ganz pragmatischen Praxis dar? Wie gehst du damit um? Also wenn ich noch zwei Sachen dazu sagen darf, zu der Einführung da. Ich habe schon immer versucht, Bilder zu finden, zu denen ich noch was hinzufügen kann, zu dem, was ohnehin bekannt war über diese Bilder. Also die beiden Grenzüberschreitungen, oder zumindest nicht Grenzüberschreitungen, aber an den Rand dessen gehen, wo die eigene Arbeit fast sozusagen Trittbrettfahrer wird, das sind die beiden, das ist das Oval Office in der Barschel. Ansonsten habe ich schon versucht, Bilder zu finden, die oder mit Bildern zu arbeiten, die selbst als Bild auch noch einen ikonischen Wert haben, der über diese ganz einfache Vier-Wort-Satz hinausgeht. Also ohne Bild zu sagen. Ja, also Oval Office ist halt einfach der absolut meist fotografierte Ort der Welt, Innenraum der Welt, wahrscheinlich neben dem Vatikan. Deswegen erkennt man den, mit 3-4 Möbeln könnten wir hier ein Oval Office simulieren und jeder würde ihn sofort erkennen. Das ist wie eine Schauspielerei. Das ist das eine, das lebt natürlich von seiner eigenen, also das ist ja im Grunde sowieso nur eine Kulisse. Und den Ort gibt es 100 Mal, den gibt es in jeder Presidential Library, in jedem Fernsehstudio. Dieser Ort ist selber im Grunde nur noch die Idee seines eigenen Ortes. Aber es gibt natürlich in der gleichzeitigen immer noch Obama, der in dem Originalort sitzt und seine Entscheidungen fällt. Aber die zunehmende sozusagen Fiktionalisierung oder die Virtualisierung dieses Schauplatzes, da dachte ich, da könnte ich, wenn ich sozusagen einen Hybriden aus verschiedenen, jeder von den Präsidenten macht ja seinen eigenen Ort daraus, aus den verschiedenen Dekorationsideen, also der Teppich von George W. Bush, der Vorhang von Clinton und so weiter, ne? Wenn man versucht, dieses Ding zusammenzusetzen als Puzzle, also dann wird diese Virtualisierung irgendwie klarer, man erkennt es immer noch sofort. Aber im Grunde ist es nicht mehr ein Präsident, es geht nicht mehr um die Geschichtserzählung von der Tenancy of Obama oder eben mit der gestreiften Tapete oder George W. Bush mit dem Teppich da unten oder mit Reagan, mit dem Parkett. Das sind ja alles so, die haben ja alle ihre Insignien in dem Raum irgendwie hinterlassen. Ne?
Mit dem Bartel ist es ganz ähnlich. Mit dem Bartel ist es so, dass inzwischen, dass das natürlich sozusagen das Fotografieren in der Badewanne unerlaubt war. Und das ist Film, den Film an das Magazin zu schicken, ein Riesenskandal war. Darf man das überhaupt machen? Es gibt eine Bildpolitik, die mich daran interessierte. Und bemerkenswerterweise ist es so, wie du sagst, wenn 10 Jahre Bartel oder 20 Jahre Bartel diese Jubiläen kommen, dann rufen die Zeitungen immer bei mir an und wollen das Bild verwenden auf die Frontseite von ihrer Berichterstattung. Weil ich natürlich sozusagen auf genau diesen Punkt hingewiesen hatte, dass diese Sache selber im Grunde gar keine Nachricht mehr ist, sondern nur noch dieses eben das Jubiläum sein ist die Nachricht. Dass wir uns daran erinnern, dass wir dabei waren. Und diese Geschichte kann man dann immer wieder erzählen. Das ist so wie das Queen, der Krönungsjubiläum. Das kommt halt alle 10 Jahre wieder und solange die noch am Leben ist, kann man das mitfeiern und dann sagt man, es war genauso wie letztes Jahr. Nur natürlich viel makabrer in dem Fall. Aber meistens habe ich schon versucht, irgendwie Bilder zu finden, die selbst schon noch ihre als Bild einen Wert haben, der nicht nur auf die Erkennung abzielt, auf die Wiedererkennung. Es gibt ja auch rein imaginäre Bilder, die gar nicht als Bild existieren. Ja, zum Beispiel, die ich auch selber recherchiert hatte oder die hier irgendwas. Also es ist nicht immer so sozusagen das Abbild. Die beiden sind jetzt gerade mal besonders. Aber was mich interessierte ist, dass wir unsere Zeitgenossenschaft über diese Bilder, dass die Masse von Bildern, dieser Bilderflut, von der immer alle sprechen, dass wir natürlich ganz toll in der navigieren können und auch immer besser werden darin. Ich habe was gelesen, gerade in amerikanischer Statistik, dass 40% der Amerikaner unter 30 Jahren würden lieber mit Bildern kommunizieren als mit Sprache. Das ist unglaublich. Für einen Künstler ist es natürlich fantastisch, weil du, wenn du als bildender Künstler arbeitest, ist sozusagen, weißt du, dass du dein Publikum unter 30 schon genau dieselben Diskurse im Kopf durchlaufen, die du sowieso sozusagen professionell betreibst. Ne? Sonst ließ sich ja auch der Erfolg von Instagram nicht überhaupt nicht belegen. Das wird ja. Ja, oder ja genau, oder ließ die Fotografie tot sein. Es gab ja immer so viele Diskurse, die durch die sozusagen durch den Wald gejagt worden sind, die sich alle nicht bestätigt haben. Das Bild ist einfach wahnsinnig vital. Und das interessierte mich von Anfang an. Kann ich da reingehen? Kann ich sozusagen, was kann ich in diesem Bild entdecken, noch was nicht schon gesehen worden ist? Aber was bedeutet das dann für, also was, du hast gerade gesagt, mein Gott, etwas Besseres kann eigentlich einem Künstler gar nicht irgendwie passieren, dass man also nicht unbedingt also mit Worten kommuniziert, sondern durch das Image, durch das Bild irgendwie kommunizieren kann. Aber was bedeutet das dann tatsächlich für das Kunstwerk, für das originale Kunstwerk? Oder kann man überhaupt noch von einem originalen Kunstwerk, egal welche Form es hat, sprechen? Ja, das kann man in Museen vom Original sprechen. Das ist ja das Komische. Die Museen sind ja einerseits eben Orte, in denen soziale Zusammenhänge stattfinden, also soziale Zusammenhänge gestiftet werden können. Mit Museen, was ist mit Ausstellungen? Was ist mit den Galerien? Das kommt drauf an, kommt auf die Ausstellung an. Das ist dann ein offenes Spiel. In dem Moment, wo ich jetzt sage, das ist immer so, dann sagst du, ist gerade eben nicht so. Wir sitzen ja zum Beispiel gerade in einer Ausstellung, die keine Ausstellung ist. Naja, Museen, aber die fragen sich natürlich alle, wofür werden wir gebraucht in 10 Jahren, wenn alle alles im Internet sehen. Stellt sich raus, dass alle viel mehr Leute ins Museum gehen, seitdem es das Internet gibt, weil sie zum Beispiel nicht mehr vor geschlossenen Türen stehen, weil sie vorher schon wissen, was sie genau anschauen wollen in dieser Masse von den vielen Erweiterungsbauten, die jedes Museum inzwischen hat und bla bla bla. Also aber was ist die Frage? Einerseits, es gibt da drei Modelle und die sind wirklich wichtig auch für den Künstler zu verstehen. Die eine Frage ist die Demografie, der demografische Wandel, der macht wahnsinnige Probleme. Das zweite ist die Social Media, die komplett unberechenbar ist. Also Glenn Lowry hat mir erzählt, er macht eine Veranstaltung für so und so viele Leute, dann kommen plötzlich 400 Leute, weil irgendjemand auf irgendeinem Twitter-Account geschrieben hat, da müsst ihr hingehen. Bei allen anderen kamen nur 20 Leute, plötzlich müssen die Stühle reinräumen, wie die Wahnsinnigen zum Beispiel, oder sich überhaupt einen größeren Raum suchen. Solche Sachen passieren die ganze Zeit. Das ist die zweite große Sache. Und dann das dritte ist natürlich, wofür brauchst du den wissenschaftlichen Apparat eines Museums noch? Wenn ohnehin alles online steht und im Grunde die Leute sozusagen, die Kunstwerke zunehmend immaterieller werden oder datenbasierter werden, dann gibt es ja dieses Original nicht mehr. Das haben vor allen Dingen die Fotomuseen das Problem. Also man muss, glaube ich, davon unterschiedlichen, also erstmal Gegenwartskunst, zeitgenössische Kunst ist bei weitem nicht so erfolgreich wie Kunst, die schon alle irgendwie kennen, zumindest als Image- oder Bildproduktion, also oder historische Museen. Mhm.
es gibt die Tendenz, dass zeitgenössische Kunst eigentlich unwichtiger wird im Vergleich dazu, die Leute wollen wissen, die Sachen, die wirklich so massenerfolgreich sind mit zig Millionen Besuchern, ob das jetzt das British Museum ist oder für mich ist das KRM hier, die erfolgreichsten Bilder sind immer die Leute, wie gesagt, kennen und die quasi die Erwartungshaltung, das auch genau irgendwie zu sehen, bedient werden. Das kann aber viele Ursachen haben, zum Beispiel, dass sie einfach auch sehr gute Bilder sind. Nicht nur deswegen, weil man sie schon kennt im Museum. Also, und abgesehen davon würde ich das überhaupt nicht unterschreiben, dass die Gegenwartskunst ist das, warum macht das Metropolitan Museum einen neuen Wing für die Gegenwartskunst? Kann ich ganz genau sagen, weil sie damit Nachrichten kriegen. Du kannst über den Lorenzo Lotto im Kunsthistorischen Museum kriegst du nie wieder eine Nachricht. Der hängt da seit 600 Jahren und war dreimal in der Zeitung. Nein, deswegen arbeitet er auch das Kunsthistorische Museum heute mit Gegenwartskunst, also wie eigentlich alle. Du kriegst sozusagen viel mehr Aufmerksamkeit dadurch. Und die Gegenwartskunst hat sich wesentlich tiefer in dem allgemeinen und es gibt ja auch viel mehr Entertainment. Also es gibt ja auch viel mehr, ein viel größerer Teil dessen, worüber wir sprechen, hat mit Entertainment sehr viel mehr zu tun als mit Politik, Sozial, ethischen Fragen oder so, was auch immer. Also die Gegenwartskunst hat es viel, viel mehr penetriert, sagen wir mal, als noch vor 30 Jahren. Weil Joseph Beuys stand im Hintergrund und hat von Sonne und Regen gesungen, um überhaupt mal in diese Kanäle reinzukommen, hat sich wahnsinnig lächerlich gemacht. Oder wenn man Interviews anschaut im dritten Programm von eben zum Beispiel Joseph Beuys, wie die interviewt wurden, mit dem, setzen Sie doch mal Ihren Hut ab. Das war alles, über das man reden konnte da. Das ist natürlich vollkommen anders. Der Diskurs ist viel komplexer, ist viel breiter. Die Gegenwartskunst hat viel, viel mehr Bedeutung. Heute wird geschrieben, der kniende Hitler 17 Millionen verkauft. Das ist unglaublich. Es ist sogar ein Tagesthema. Das hat nichts mit Kunst zu tun, hat nichts mit sozusagen diesem alten Joseph Beuys zu tun, sondern das sind die Nachrichten, die ventiliert werden und die Leute offensichtlich interessieren. Basquiat gestern, glaube ich, mit 25 Millionen auch sehr. Ja, das ist natürlich die Downside der Medaille, ist, dass man mit Ziffern viel besser argumentieren kann, als mit, ist das ein guter oder schlechter Basquiat. Nein, also mich interessiert. Aber das ist wieder eine andere Diskussion. Also es gibt eben, um auf dieses Thema auch von der Veranstaltung ein bisschen einzugehen, es gibt eben Ausstellungen, die so seminal waren, dass sie wirklich die Sache geändert hatten. Die aber im Grunde, also When Attitude Becomes Form, haben 8000 Leute damals gesehen. Das würde heute nicht mehr stattfinden. Und ja. 8000 Leute, und das sind relativ wenige, die kamen fast alle zur Eröffnung. Die ersten ein, zwei Wochen, weil es ja Riesenskandale gab. Danach war die leer. Und der Großteil dieser Leute kam nicht aus dem Kuratorenfach, sondern der kam aus, das waren Berner, die sich darüber aufgeregt hatten, was da jetzt im Museum zu sehen ist. Das heißt, wir sprechen wahrscheinlich von 500, 600 Leuten, die das damals gesehen haben und die diese Ausstellung zu so einem Nullpunkt des Kuratoriums zum Beispiel gemacht haben. Die Idee, dass es Kuratoren gibt, kommt ganz massiv aus dieser Ausstellung heraus. Das ist diese Idee, dass es sozusagen nicht nur den Kurator, der dafür Sorge trägt, dass das Bild, das eben im Kunsthistorischen Museum am richtigen Platz hängt, sondern überhaupt Ausstellungen zu entwickeln, womöglich auch noch freiberuflich zu sein, was ja dann Seemann gezwungenermaßen war, weil er keine Anstellung mehr bekommen hat. Also vielleicht nochmal ganz kurz der Kontext, When Attitudes Becomes Form von 1969, die wirklich legendärste, also quasi, du hast es erwähnt, quasi die Geburt des Kurators, wie wir ihn irgendwie heute kennen, die Geburt der thematischen zeitgenössischen Kunstausstellung, die schließlich auch dazu geführt hat, dass Ausstellungsmachen sich irgendwie komplett verändert hat und auch Kunst, Gegenwartskunst, gemeinsam mit anderen, sich auch widersprechenden, anderen Kunstwerken kontextualisiert werden konnte. 2013 hat Thomas Demand. Aber nur als drittes Rad am Wagen. Also naja, aber es ist, das ist auch interessant, das ist genau das Gleiche, nämlich wie Aneignung. Wie wird die Fondation Prada als damals noch nicht existierend, also in der Form von heute existierende Fondation Prada in Mailand, sondern Fondation Prada hat zur Venedig-Biennale 2013 Germanus Celant aufgefordert, eine Ausstellung, ich bin mir nicht sicher, ob diese Ausstellung, das kannst du sagen, und assoziierte Kuratoren oder Autoren dieser Ausstellung waren Rem Koolhaas und du. Und die Ausstellung in Bern 1969, quasi die Mutter aller thematischen Ausstellungen, die
gilt aber als die meist fotografierteste Ausstellung ihrer Zeit. Warum hat man sich, habt ihr euch oder die Fondation Prada genau für diese Ausstellung entschlossen? Es gab ja auch andere. Mm. Naja, man hat zum Beispiel damals Ausstellung gar nicht so viel fotografiert. Und so viele Fotos sind es auch gar nicht. Es gibt 42 verlässliche Fotos davon. Das ist eine ganze Menge für diese Zeit. Das ist eine ganze Menge, aber das sind alles Schwarz-Weiß-Fotos. Also die Ausstellung wurde rekonstruiert. Mhm. Links ist die Kunsthalle Bern, 69, rechts ist der Palazzo, in dem wir das gemacht haben. Das war auch keine, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine tolle Idee war, aber es war zumindest eine Idee, das mal zu probieren, ob das überhaupt geht. Wenn es nur 500 Leute sind, die es gesehen haben, oder 600 Leute, die es gesehen haben, die aber so eine wichtige Wirkung hatte, dann ist natürlich die Frage, ob 40 Jahre später die Kunstwerke, wenn die sich dann, die dann, weil sie so eine wichtige Ausstellung waren, in alle Museen dieser Welt verschifft worden sind, zum größten Teil, zum kleinen Teil gibt es ein paar Künstler, die man nie wieder gesehen hat, von denen man nie wieder was gehört hat, die mussten erstmal gefunden werden. Aber dann ist natürlich die Frage, soll man sowas sozusagen als Chimäre in den Köpfen der Kunsthistoriker lassen? Oder soll man schauen, ob diese Kunstausstellung heute, die Kunstwerke dieser Kunstausstellung heute immer noch eine kohärente Gruppe geben und immer noch einen Impuls haben? Also ob das immer noch so überzeugend heute wirkt, wie es damals wirkte. Und das wollten wir ausprobieren. Einfach als Gedankenexperiment. So wie Led Zeppelin, wenn die nochmal zusammentreten, ist es dann sozusagen, ist es dann ein Best, was ist es dann für eine Art von Konzert? Wer hatte die Idee, wenn es überhaupt wichtig ist? Die Idee kam von Germano Celant natürlich. Das hatte damit zu tun, dass damit fingen auch seine Probleme an. Also für den ist es natürlich auch der Nullpunkt seiner Profession. Der hatte aber vorher schon, der war schon vorher Kurator in Rom gewesen und Harald Seemann war natürlich in gewisser Weise immer der Bekanntere über die Jahre. Aber Celant hat immer viel mehr gemacht als Seemann. Meine Frage ist, hat er die Ausstellung, das weiß ich nämlich wirklich nicht, hat er die Ausstellung selbst gesehen oder nicht? Er hat in der sogar eine Rede gehalten. Die ganzen Italiener, die in der Ausstellung waren, die waren von ihm. Aber er kann natürlich jetzt nach posthum zu Seemann schlecht Seemann nochmal kuratieren. Also Kuratoren kuratieren ist sehr schwierig. Deswegen war klar, dass man irgendwie einen Weg finden muss, das zu aktualisieren auch gleichzeitig. Aber die Aktualisierung kann natürlich nicht darin bestehen, dass man neue Kunstwerke dazu macht, wie Jens Hoffmann das probiert hat in der Ausstellung kurz vorher. Sondern es ging ja darum, haben diese Kunstwerke immer noch diese Aura und haben sie diese Aura auch noch gemeinsam? Oder ist diese ganze Idee, woher eigentlich die zeitgenössische Kunst kommt, wo sie sozusagen dieser Minimalismus seine Wurzeln darin hat, der Konzeptionismus von Daniel Behrens und sowas, ist das inzwischen einfach nur noch so eine Fata Morgana, so wie das Turiner Grabtuch, von der alle wissen, dass es das eigentlich nicht ist, was man da anschaut, aber es soll es mal gewesen sein und die Narration dazu ist so überzeugend? Oder sind die immer noch so wirkkräftig? Und dann aber die Bildkräftigkeit ist ja auch durch die Personen, die dann die tatsächlichen Protagonisten, die anders involviert waren jetzt. Wenn du ins Historische Museum gehst zum Beispiel, ist es natürlich nicht so. Nee, ich meine jetzt. Dann sind die Bilder immer noch, also die Kunstwerke immer noch so wirkkräftig, wie sie immer waren. Ich meine jetzt bei When Attitude Becomes Form 2013 in Venedig. Es gibt ja, du als Co-Kurator oder Mitautor, genau wie Rem Koolhaas, bist ja auch schon ein Bild, ein Image. Mehr als vielleicht Germano Celant heute ist für viele. Ja, aber darüber kann ich nicht nachdenken. Also wie das dann draußen aussieht oder sowas, das ist nicht mein... Ich meine es auch gar nicht zynisch. Aber das ist kein Bild für mich, sondern das ist ein Bild für den Außenstehenden. Mhm. Für den Innenstehenden ist es so, dass die mich angerufen haben, weil die halt gemerkt haben, dass Celant gemerkt hat, es ist ein bisschen problematisch, wenn er das kuratiert. Mhm. Der wollte sich zurückhalten, der kannte alle, der kennt alle dieser Künstler natürlich, der kannte alle, der konnte jeden auf diesen 40 Fotos, dann gibt es natürlich noch viele von der Eröffnung, da kannst du aber kein einziges Kunstwerk drauf sehen, der wusste von jedem dieser Leute, wer der ist. Das ist unschätzbare Werte waren das, der wusste genau, wie die Sachen hergestellt waren, wie die aussahen und solche Sachen. Rem sollte die Sache in den Palazzo einbauen und hat natürlich als Architekt sofort gesehen, das sind ja andere Räume, was machen wir denn da? Und hatte dann alle möglichen relativ übergriffigen Ideen entwickelt, um diese Idee der Aktualisierung sozusagen greifbar zu machen, was auch ganz richtig war von seiner Warte aus. Und dann sollte ich sozusagen für die Künstler sprechen, um zu schauen, dass es nicht so in so eine Richtung geht, wo die Kunstwerke eben als Kunstwerke selber gar nicht mehr erkennbar sind, weil sie so sehr in dieser architektonischen Rhetorik ertrinken, die unter Umständen unvermeidlich gewesen wäre. Zumal sich eben Celant raushielt
Also der hatte seine Expertise dabei und wusste sehr genau, wie die Dinge sind und hatte, also wie die aussahen, wie die wirkten, warum die so waren und sowas und wo die sogar zum Teil, wo die gekauft worden sind. Man muss wissen, dass die meisten Künstler, es war eine Ausstellung, da gab es 180.000 Schweizer Franken dafür, gestiftet von Philip Morris, einer Zigarettenfirma, die aber jeden Pfennig nachgewiesen haben wollte. Das ist ein großer Vorteil gewesen, weil dadurch genau klar war, wann jemand wo vorgesprochen hat, sogar mit welchem Taxi er rund von Rom von der einen Straße zur anderen gefahren ist, weil er alles niederschreiben musste, welche Ausgaben hatte. Aber es gab kein Budget für Produktion, es gab kaum Budget für Transporte, $5.000 war das Höchste, das war der Bruce Naumann. Und dadurch ist das meiste vor Ort entstanden. Das heißt, die sind halt einfach zu dem Hardware-Store gegangen, zum Haushaltswarenladen oder zum Seilhersteller und haben sich das Zeug zusammengekauft. Was überraschend war, fand ich bei der Ausstellung, war, dass viele von den Dingen, die da ausgestellt worden sind, fast alle einen sehr, sehr gleichförmigen Farbkanon hatten. Gut, mit diesem Gelb-Fettton oder? Fettig, braun, gelb, ja. Da gibt es kein teures Plastik, da gibt es kein Rot, keine Signalfarben. Sind die aber danach zerstört worden oder als neue Originale? Teils. Also viele gibt es natürlich auch, dass Künstler konzeptionell gesagt haben, wir brauchen, also Flanagan mit dem Seil, da geht es nicht um das Seil, sondern es geht darum, dass ein Seil der kam natürlich 3 Tage zu spät, der kam sogar nach der Eröffnung so spät, dass der hat hinterher noch das Seil da reingelegt. Hast du ein paar? Ja, aber das ist jetzt schon das Neue. Also hier sieht man, wir haben dann eben lange diskutiert, wie das aussehen könnte, wenn man die alte und die neue Version nebeneinander baut. Und es gab dann so Ideen. Es gab zuerst die Idee und ich kam relativ spät in das Spiel. Ich kam in das Spiel zu dem Zeitpunkt, wo die gemerkt haben, da fehlt irgendwas, nämlich irgendwie die Kunst. Und die erste Idee war wohl, dass man es wirklich in Bern macht. Und die Berner Kunsthalle war einerseits definiert sie sich vollkommen über diese eine Ausstellung. Das ist sozusagen, wenn Gott einmal nach Bern kam, dann kam er zu dieser Ausstellung. Und danach waren viele interessante Ausstellungen, Michael Asher und solche Sachen, aber es war nie mehr so, es war nie mehr dieses Urlicht brannte nie mehr dort. Und zu dem Zeitpunkt hatten die schon eine Ausstellung geplant, die sie nicht absagen wollten. Und zwar war das pikanterweise der Fotograf, der die Marlboro-Fotos gemacht hatte, die Richard Prince geklaut hat. Und der hatte jahrelang prozessiert, nie gewonnen, weil Richard Prince gesagt hat, das ist ein anderer Kontext, und hat dann zum Malen angefangen und hat seine eigenen Fotografien gemalt. Und das heißt, die ganze Kunsthalle war voll von Bildern, von schlecht gemalten Bildern, von Fotografien vom Wilden Westen, wie er von Marlboro inszeniert war und von dem Schweizer wieder zurückgenommen worden war, sozusagen. Also erstmal nichts mit der Art von Ausstellung zu tun, überhaupt nichts. Also, aber soweit so nationalistisch in der Weise, dass man das wieder versucht, wieder einzufangen. Ganz merkwürdige, also so weit auch weg von dem, was das Projekt gewesen wäre, dass sie das gleich verworfen hatten. Dann gab es natürlich die Idee, einfach die Kunsthalle irgendwo nachzubauen, in Mestre, im Hangar oder sowas. Dann wäre es aber Madame Tussaud geworden. Dann hätte man wissen müssen, wie kriegt man das hin, dass es nicht eine Filmkulisse wird. Und dann kam ich ungefähr in das Spiel, da gab es verschiedene Architekten-Dinger, wie man das machen könnte. Und ich dachte, man kann die Kunsthalle nicht verkleinern, man kann sie nicht aus Gläsern bauen oder sowas, sondern man muss sozusagen zwei Dinge gleichzeitig sehen. Man muss zwei Zeiten gleichzeitig sehen. Und zwar, das ist der Palazzo, immer im Anschnitt. Man muss die beiden Grundrisse so übereinander legen, dass es gar nicht um Architektur geht, sondern dass es darum geht, dass man an zwei Orten gleichzeitig sich aufhält. Weil man kann sich eben nicht versenken in dieses 1969, weil es das nicht mehr gibt. Das ist eben sozusagen eine Chimäre und meiner Ansicht nach müsste man es einfach intelligenter machen. Und zwar so, dass der Betrachter nur mit viel Nachdenken sich eine Vorstellung da machen kann davon, wie das damals war, ohne das zu vergessen, wo er gerade ist. Also es funktioniert, also ich habe die auch schon gesehen und also nicht die erste, sondern die Venedig-Variante, aber wenn man die Kunsthalle Bern kennt, das ist ja wirklich interessant, kennt also von den Räumlichkeiten, von der Umgebung, wo sie genau ist und wo sie sitzt, wie diese Rotunde da ist am Anfang, dann funktioniert das schon. Ja, also dass man so eine physische Wahrnehmung auch hat, dass man denkt, mein Gott, ich bin jetzt irgendwie 45 Jahre zurückgebeamt und so sahen tatsächlich, was du eben gesagt hast über die Farbwahrnehmung, die ganze
Arte Povera, wenn man so will, diese, der Zeit, so wie wir sie kennen aus Nicht-Farbabbildung, diese Farbigkeit, und daher fand ich die Rekonstruktion der Arbeiten von 1969 eigentlich hochinteressant, weil man da tatsächlich ein Gefühl bekommen hat, wie das eventuell oder vermutlich ausgesehen haben könnte oder hat. Ja, was man noch, was ich vorhin im Satz vergessen hatte, zu Ende zu sagen, was man noch sah, war eben, dass wirklich die Zusammenstellung, also dass die Arbeiten zusammen mehr sind als die einzelnen Teile. Dass die wirklich zusammen sozusagen wie ein Chor da standen und zusammen eine Art von über ihre Armut in der Herstellung, über ihre Interaktion im Raum, dass es nicht so war, ein Raum, ein Künstler, so wie man das so dann später gemacht hat, sondern bam, 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 dass ihr irgendwie, dass man so sehen konnte, dass der Artschlager immer noch so irgendwie in die Heizung in seine Flops da reingebaut hat und dies und jenes, dass alles gleichzeitig passierte. Das ist übrigens auch noch was anderes, und zwar zum Beispiel der Beuys, hier sieht man Lorenz Wiener, der dann in dem Treppenhaus, da sieht man, wir haben dann rechts bestimmte Sachen, man musste eben dann von Schritt zu Schritt gehen und konnte keinen. Da sieht man rechts die Treppe aus Bern und links die Originaltreppe aus dem Museum und die Arbeit, die damals Lorenz Wiener in dem Treppenhaus in Bern montiert hatte, hat er auch nochmal in Venedig gemacht. Hier sitzt Sarah. Der Boden ist eine Klebefolie, die den Kachelboden, den sehr gut wiedererkennbaren Kachelboden aus dem Berner, eben aus dem Berner ersten großen Raum wiedergibt. Die Wände mit den grauen Sockelleisten sind Bern. Daran sieht man auch die Türe, die da zum Beispiel ist. Die ist einfach reingebaut. Das ist die Türe des Direktors. Auch mit dem, wir haben wirklich eins zu eins sozusagen im Anschnitt. Und jedes Mal, wenn man es aus dem Bauwerk des Palazzos durchragte, ging es halt dann durch. Da wollte ich hinaus drauf. Es gibt natürlich dann viele Spezialfälle. Und die Spezialfälle sind wirklich sehr interessant. Zum Beispiel eben Beuys, die Fettecke. Weil wir natürlich die Schwarz-Weiß-Fotos kennen von Beuys Fettecke oder von dieser Das ist ein Mikro. Aber wir kennen, dann haben wir lange mit Eva Beuys gesprochen, ob wir das wieder aufführen dürfen. Wir hatten andere Beuys-Sachen, die nicht gezeigt werden durften, weil die nicht mehr reisen konnten zum Beispiel. Und sie wollte keine Kopien davon gemacht haben. Aber sie hat gesagt, in dem Falle von der Fettecke ist es kein Problem, weil die ja wieder wegkommt. Also sie hat kein Problem mit Wiederaufführungen, sie hat aber ein Problem, wenn Kopien, Exhibition-Copies oder mehrfach gemacht werden, weil diese Teile dann einfach sozusagen in der Welt sind und dann plötzlich zu Originalen werden. Irgendwie 10 Jahre später weiß keiner genau mehr, was wie war. Würde dich das stören? Ja, würde mich schon stören. Aber das ist ein anderes Thema. Was uns überrascht hatte, war, dass die so gelb ist. Dass sie so wirklich gelb und überhaupt so unbeuisch gelb ist. Wir haben genau dieselbe Marke aus der Schweiz geholt. Die gibt es immer noch natürlich. In der Schweiz gehen ja solche Sachen, gibt es ja dann immer, diese Marke. haben wir dieselbe Marke geholt, haben dieselbe Margarine dahin gestrichen, die kam uns gelb vor. Dann haben wir mit Eva Beuys gesprochen und die hat gesagt, ja, die kommt ja auch etwas gelb vor. Was macht man dann? Anderer Farbstoff. Nee, Margarine war also damals einfach eine alte, ein Butterersatz und war billig. Inzwischen ist Margarine fast wertvoller als Butter. Weil es natürlich leicht, locker, Fitness, bla bla bla. Und die muss natürlich attraktiver aussehen. Das heißt, man hat eben einfach Farbstoffe inzwischen für dasselbe Produkt dazu getan, dass sie ein bisschen besser aussieht. Ja, das hat natürlich eine Folge für den Beuys hier. Mhm. Aber andererseits kann man ja auch nicht sagen, die Zeit ist stehen geblieben. Das wäre ja inkonsequent, wenn wir jetzt irgendwas hinrühren würden, was so aussah, wie was wir glauben, dass die Margarine zu Schwarz-Weiß-Filmzeiten gewesen wäre. Mhm. Also insofern musste man das einfach machen. Es gibt andere Fälle hier zum Beispiel, von Beuys, da gab es den Filzstapel von Beuys. Den konnten wir nicht kriegen. Wir hatten so 6-7 Fälle, wo wir die Sachen einfach nicht mehr kriegen konnten. Also das Guggenheim hat uns eine Woche vor Aufbau abgesagt zum Beispiel. Diese Filzteile von Sarah. Sarah hat gesagt, die können reisen. Natürlich können die reisen, kein Problem. Und Guggenheim hat gesagt, die können nicht reisen. Wir können die noch 8-mal aufbauen. Das werden wir nicht für euch machen. So. Dann mussten wir halt einen Ersatz finden. Das war natürlich schade, weil das gerade die Hauptwand war, an der man reinkam. Und dann haben wir das so gemacht mit diesen Strichen. Das ist natürlich keine ideale Lösung, weil es sieht ja aus wie eine Leiche irgendwie. Aber die sozusagen ein Tatort oder sowas. Ne? Naja, worum ging es? Die Ausstellung, es ging ja nicht um die Rekonstruktion der Ausstellung, sondern oder der Kunstwerke, korrigiere mich, oder des Denkens. Das ist also für mich irgendwie hängen geblieben, das ich jetzt unglaublich wichtig finde. Schade finde ich übrigens, dass diese Ausstellung dann nicht in Anführungsstrichen musealisiert worden ist irgendwo anders. Mhm. Also die Kopie der Kopie oder die Kopie der
Ja, da kommt man zum Beispiel, deswegen hatte ich eigentlich von der hiervon angefangen, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo wir waren gerade bei den Museen, also Verzeihung, wenn wir ein bisschen springen, wir waren gerade bei den Museen und wollten mal die Ausstellungshallen draußen lassen. Die Museen mit den Ausstellungen, von denen du redest, die so erfolgreich sind, da denken wir natürlich die Monet und seine Zeit, Pissarro und der Frühling in der Provence, irgend so Zeug, ne? Die werden natürlich immer teurer und die Sachen können nicht mehr reisen. Deswegen werden die immer weniger. Das heißt, die Museen werden immer mehr zurückgeworfen auf die eigene Sammlung, weil diese Teile mit den Versicherungswerten heute kannst du praktisch diese Ausstellung nicht mehr finanzieren. Und hier ist es natürlich das Gleiche. Diese Dinger können nicht mehr reisen. Die gehen kaputt. Was ist es dann? Was zeigst du dann? Aber du kannst es rekonstruieren. Nee, und die Fondazione de Prada, um das nur kurz zu Ende zu führen, den Satz, warum ich sagte, Fondazione de Prada hat eben gesagt, okay, wir versuchen das zusammen, das kostet ein Schweinegeld, das würde nie ein Museum schaffen. Und wenn es das schaffen würde, das wäre einfach sozusagen so, für die Fondazione ist es aber wo sie, ein Projekt, wo sie sagt, okay, wir schulden ja kein, wir haben ja keine eigene Sammlung, wir schulden ja niemand irgendwas, lass es uns versuchen, das zu machen, zusammenzukriegen und so weit gehen, bis wir jetzt alles haben. Und da waren wir relativ weit damit, also wir waren relativ in der Hinsicht ein relativ erfolgreiches Unternehmen. Ein Museum, und es kamen mehrere Leute auf uns zu, die das seit Jahren machen wollten und die dementsprechend gekränkt waren, dass wir es hingekriegt haben. Naja, aber hattet ihr Copyright-Probleme? Vermutlich nicht. Gar nichts. Also alles das, wo man sich quasi hier... Das ist auch der Zeitpunkt, die man sieht, jetzt sind alle um die 80. Die leben alle noch, die kamen natürlich auch alle, viele davon kamen, die waren sehr froh, die fanden das alle super, dass sie überhaupt gefragt worden sind, dass man das nochmal macht, dass man, vor allen Dingen kamen natürlich die inzwischen vollkommen vergessen sind, was auch toll war, dass man die, das, also solche Sachen, da gibt es auch dann soziale Aspekte an so einer Ausstellung, wenn man die nochmal aufhört, die dann unerwartete Freude bedeuteten, aber das Kritische ist natürlich, was zeigen wir hier? Zeigen wir hier die Idee von der Ausstellung oder zeigen wir die wirkliche, die wirklichen Dinge. Meiner Ansicht nach sind es die wirklichen Dinge und wenn die und die Frage, sind es immer noch Ideen oder sind es inzwischen nur noch Wertgegenstände? Du hast angefangen, also dein Anfangsstatement war, du weißt noch immer nicht, ob es richtig war, das zu machen oder nicht. War es richtig? Weil richtig geht es ja auch um Original, nicht Original. Ja, es gab viele Probleme, die sie wohl einigermaßen gelöst haben und es gab viele unlösbare Probleme und die sind vielleicht nicht konkret. Konkret Sollewitt zum Beispiel hier diese Wand. Nämlich interessiert was anderes, so beyond der ganzen Kunstproduktion, sondern wirklich das Denken. Ja, was finde ich, also die Leistung dieser Ausstellung ist für mich nicht unbedingt die Rekonstruktion des einzelnen Werkes. Ja, du fragst das konkret. Also da ja, das ist für mich in dem Fall auch konkret. Siehst du, da geht es interessant. Ja. Mich interessiert natürlich auch dieses Denken dahinter, dieses kuratorische Denken, was in dem Fall konkret zum Beispiel in dem Fall ist es dann schon konkret. Zum Beispiel die beiden Heizungen, die da hängen, die kommen, das sind so Heizungen, wie in der Kunsthalle hängen. Ich finde das total lächerlich. Ich finde, da ist ein Unterschied, ob ich eine Bodenleiste aus Holz mache, die grau streiche und eine echte Heizung davor hänge. Das macht man aber deswegen, damit man diese Blobs von dem Artschwager hinhängen kann. Weil die Blobs vom Artschwager kannst du schlecht auf eine Styropor-Nachahmung hängen. Da merkst du schon, das knarzt. Das ist nicht sozusagen das, was man dann alles, den ganzen Aufwand, den man betreibt, um die Kunstwerke so zu zeigen, wie sie damals zusammenspielten, ist natürlich dann ist diese Ebenen zwischen wann es sozusagen fake ist und wann es richtig ist, die sind manchmal, glaube ich, quietscht das schon sehr. Okay, die When Attitude Becomes Form war die erste mit 600 Besuchern ungefähr und die in Venedig? Keine Ahnung, da waren alle so stinksauer. Also, dass sie nicht reinkamen. Wir durften ja nicht wegen dem... Also, da liegt eine Eva Hesse auf dem Boden. Unglaublich, dass es geht. Das ging in keinem Museum. Mhm. Aber das hieß natürlich, dass da nie mehr als 10 Leute rein auf einmal in dem Raum drin sein durften. Und dadurch gab es elende Schlangen und viel Zorn und verständlich auch. Aber ich wollte noch auf eine Sache hinaus. Da ist ein Telefon. Auf dem linken Bild vorne an der Säule gibt es ein Telefon. Das Kleine, was da steht. Und das ist ein bisschen verzogen durch die Optik. Also Bruce Nauman hatte damals 5000, wollte ein Kunstwerk hinfahren, was er in Amerika gemacht hatte. Also anders als die meisten anderen. Der Transport, weil es Glasfaser war, enorm fragil, war sehr, sehr teuer. 1969 oder 2013? Nee, 69, war enorm teuer. Wir haben keine neuen Bilder, arbeiten daran. Wir haben nur, war enorm teuer, aber das wollte er, weil er wollte, dass er der teuerste Künstler in der Ausstellung ist. Offensichtlich, sagt Gilland. Das hatte Walter de Maria ziemlich gewurmt. Und daraufhin hatte er vorgeschlagen, eine Arbeit zu machen, und zwar eine Standleitung zwischen seinem Studio in New York
und der Berner Kunsthalle. Standleitungen 1969 hatten nur Präsidenten. Normalerweise über See wurde man immer verkabelt. Da gab es einen Operator, da musste man ausmachen, wenn man telefonieren möchte. Dann wurde die Verbindung, die hörte immer mit. Feste Standleitungen waren unglaublich kompliziert. Haben die aber hingekriegt und dann hat er nie angerufen. Da lag ein Zettel vor dem Telefon, Worte der Maria wird sie anrufen. Wenn das Telefon klingt, nehmen sie ab. Und er hat nie angerufen. Und das ist so eine von diesen Legendenbildungen. So, was machst du jetzt mit dem Telefon? Du lässt ihn jetzt anrufen. Naja, wir haben wieder eine Standleitung, aber du hast heute keine Standleitung. Das bedeutet gibt's nichts mehr. Jeder hat ein Handy. Ist überhaupt eine Standleitung heute zu kriegen? Gibt es überhaupt noch eine Standleitung? Ja, es gibt natürlich heute normale Telefonleitungen, die also du ohne Probleme selber wählen kannst. Das ist der Standard. Also, aber inzwischen ist es natürlich schon nicht digital. Mehr der Standard. Das heißt, wenn du in Venedig jetzt wirklich ein Telefonkabel haben möchtest, sagen die dir, wieso nehmen wir ein Handy? Das geht doch alles so. Also wir wollten ein Telefon, aber dann, was ist das Telefon? Welches Telefon nimmst du da? Nimmst du ein neues Telefon? Weil das ist ja, oder nimmst du ein altes? Wenn du ein altes Telefon nimmst, ist es eine Requisite. Dann ist es so wie die Heizung, das Problem mit der Heizung. Wenn du ein neues Telefon nimmst, wollte die Maria, wird sich aus ihrem Studio anrufen, wäre total konsequent. Dann hast du aber ein Problem mit dem Bild dieser Ausstellung, das wir verfolgen. Das war zum Beispiel eins, wo es wirklich nicht klar war, was man tun kann. Und warum dann diese Entscheidung zum Stand-Telefon-Leitung? Weil uns wichtig war, zu zeigen, was damals die konzeptionelle Schärfe dieser Ausstellung war. Und dazu gehört, dass es damals ein Telefon war, was damals so aussah. Weil sozusagen Telefone damals nicht so, es gab sowas wie Design im Telefon gar nicht. Es gibt solche Dinger, wie sehen Lichtschalter aus? Das war einfach sozusagen, da gibt es keine Geschichte dazu. Inzwischen ist das alles so ausziseliert. Alle diese Bereiche der Consumer-Elektronik sind so, haben so viele Layer von Bedeutungen erlangt. Und durch die würden wir nicht mehr durchdringen, wenn man heute ein Telefon nimmt und es dahin legt. Der Punkt ist aber was anderes, auf den ich hinaus möchte. Miuccia Prada kommt zur Eröffnung. Die hat es immer sehr, sehr genau im Hintergrund verfolgt. Die wollte nur nicht Kuratorin sein, das ist sie nicht. Und das wäre auch für die Fondazione tödlich, wenn sie anfinge, damit rein zu dirigieren. Aber sie hat es immer verfolgt. Und sie fand Volta da Maria, ist ein Sammler von Volta da Maria, findet die Arbeit toll, hat sie unterstützt, war eine der ersten Dinge, die sie wirklich beeinflusst haben, wie so eine Fondazione aussehen soll. Sind sie nach Dia geflogen, haben sie das Leitung viel angeguckt. Solche Sachen gibt es eben nur, weil es sowas wie Dia gibt oder sowas. Ne? Und dann rief die an, dann sollte er anrufen an der Eröffnung und Miuccia sollte abheben. Und das fand ich so scheiße, das fand ich so blöd, da war ich echt stinksauer. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich, Rem hatte sich schon lange distanziert, so halb in so Interviews, hat er gesagt, naja, das ist halt so eine Idee, aber er ist dann doch überrascht, wie sehr die Kunst dann doch so irgendwie so, so Ballast hat und sowas. Hat es denn gemacht? Nee, der war hinterher ganz stolz drauf, aber man merkt dann so, dass du so Absetzungen, Bewegungen und dann dachte ich, ja, ich habe völlig recht, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Aber hat sonst noch jemand angerufen? Nee, aber er hat angerufen, 3 Wochen später war er tot, nebenbei gesagt. Er hat angerufen, sie nimmt ab, alle fotografieren in dem Raum, die ganze Presse natürlich, Miuccia Prada nimmt ab, fotografiert mit Walter de Maria, den sie sowieso jederzeit anrufen kann, also das war gar nicht der Punkt, aber wurde das plötzlich ganz, glaube ich, dachte ich, es würde ganz schrecklich werden. Sie telefonierte, nahm ab, sagte irgendwie so, hallo, how are you and everything. Und dann plötzlich begriff ich, das ist natürlich genau der Punkt, der uns fehlte. Denn dadurch war das Ding keine Requisite mehr. Verstehst du? Dadurch war das eben, weil der Künstler das Kunstwerk so begriffen hat, wie es ursprünglich gedacht war, die Möglichkeit anzurufen, nicht anzurufen. Dann baut man sowas nach, schon wissend, dass er nicht anruft. Und dadurch ist es sozusagen, geht es ja völlig, wenn der einen Zettel hingelegt hat, wollte der Maria, heben Sie ab, wenn das Telefon klingelt, aber er wird nie anrufen. Das war ja nicht die Arbeit sozusagen. Ne? Das Potenzial des Anrufens war die Arbeit. Und das hat er genutzt. Diesmal hat er es genutzt, das letzte Mal hat er es nicht genutzt. Und das fand ich genial. Das konnte man gar nicht hätten. Das ist natürlich dann am letzten. Ich musste dann einfach auf die Künstler auch vertrauen, dass sie ihrer eigenen Arbeit gegenüber doch noch genug Kraft haben, sowas dann auch zu machen, obwohl es eigentlich schon ein Monument ist. Ist ja auch bei dir eigentlich nicht anders. Die Rekonstruktion gestaltet quasi ein neues Original. Ist ja nichts Falsches dran. Ja, aber man muss natürlich, man kann es auch total, solche Sachen auch verbaseln. Man kann eben, ich glaube, wenn wir ein neues Telefon dahin gesetzt hätten, wäre es total idiotisch geworden. So. Also ein Smartphone hätte nicht funktioniert. Jasper Morrison designt das Telefon irgendwie.
Das geht natürlich nicht. Also verstehst du, was ich meine? Aber dadurch, dass er anrief, war das kein großes Problem mehr. Aber eigentlich liegen solche Sachen, waren für mich echte Verstanden. Da, wenn man diese Sachen dann zu Ende denkt, waren echte Probleme drin. Da gibt es natürlich dieses Problem mit dem, wer ist denn die Kanonenkugel? Jetzt habe ich Blanking. Escher. Mit der großen Abrissbirne. Wir wollten natürlich irgendwas dann, die Abrissbirne in dem Innenhof von Venedig, wo man jeder weiß, dass er unter Wasser ist, wollten wir einen Dent mit einer Abrissbirne machen. Und ich hatte gesagt, wir müssen das, so absurd es ist, dann bringen wir halt eine Abrissbirne, nehmen die wieder mit, aber wir haben die mal dahin gebracht. Es gibt keine Abrissbirnen mehr. Die werden nicht mehr, heute reißt man nicht mal mit Abrissbirne ab. Deswegen kriegst du die gar nicht mehr, die findest du gar nicht mehr. Na gut, man könnte sie theoretisch denn, könnte man sie herstellen. Ja, das aber dann wahrscheinlich, das wäre dann Slominskis Arbeit geworden. Ist ja dann auch wieder Kopie der Kopie des neuen, also quasi neue Original dessen. Ja, aber Kunst da gibt es natürlich, es gibt viele Fälle, gab es zahlreiche Fälle, wo es dann so in Spezialistentum reinging, dass wir andere Lösungen finden mussten. Wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, du hast ja dann eine Beziehung aufgebaut mit Fondazione Prada, vermutlich. Das ist, darf ich noch ganz kurz? Ja. Dari Buren, der war ja gar nicht bei der Ausstellung dabei. Der hat ja sich sozusagen als Guerilla, der hat einfach in Bern plakatiert während der Ausstellung, war aber gar nicht eingeladen. Der wird aber natürlich wahrgenommen als Teil dieser Ausstellung. Ah ja, das ist ja. Und dann haben wir das wieder mitgemacht. Dann haben wir auch gesagt, okay, dann machen wir das. Und das sind, warum ich so lange spreche, das sind die für mich als Künstler interessanten Punkte, wo es dann eben mehr ist, als ich war dabei oder sowas. Ne? Wir haben dann, die Idee war damals, dass er diese Plakate druckt, selber plakatiert in Bern, ohne die Erlaubnis zu haben. Und zwar auf der Werbung, in der U-Bahn, überall in ganz Bern. Wenn man das heute macht, in Venedig, dann musst du alle Plakate anmelden. Sonst darfst du die nicht machen. Kostet Geld. Außerdem gibt es keine Werbung. Dann habe ich gesagt, ja, was passiert denn, wenn wir das einfach trotzdem machen? Dann müssen wir eine Strafe zahlen, kann man nicht rausbringen, wie viel Strafe das ist. Machen wir einfach einen Test, wissen, wie viel Strafe das ist, machen es einfach trotzdem. Wir schicken Studenten rum und die plakatieren das sozusagen Bild. Das ist natürlich ein Problem. Das musst du dir natürlich überlegen. Wenn es da keine Werbung gibt, auf was plakatierst du dann zu der Venedig-Biennale? Doch, die Kunst darf man, ich kenne das selber aus eigener Erfahrung, bei einem meiner Pavillons gab es ein Logo von der Deutschen Bank auf dem Plakat. Wir mussten das Plakat für den Außenraum neu drucken lassen. In dem Fall war das Isar Genscan ohne Deutsche Bank-Logo. Das heißt, man steht dann in so einem Konflikt mit dem Sponsor. Aber was wir dann gemacht hätten, wäre, wenn die Werbung nur Kunstwerbung ist zu dem Zeitpunkt in Venedig, und das ist hier, dann hätten wir auf eure Poster drauf tapeziert. Das wiederum ist natürlich überhaupt nicht das, was Buren wollte. Der wollte ja nicht den koreanischen Pavillon auspasten, sondern der wollte sozusagen die Power der abstrakten Kunst in den öffentlichen Raum reintragen. Die muss man aber auf Kunstplakaten natürlich gar nicht mehr, das ist kein Schlachtfeld. So, was macht man denn dann? Erstens mal dachte ich, wir müssten den Buren dabei haben, das war wichtig, fand auch Chillant, weil der inzwischen bei der gesamten Wahrnehmung dieser Ausstellung einfach Teil geworden ist, obwohl er nicht offiziell Teil war. Also macht man es mit, also muss man schauen, dass man, und dann hat er einfach sozusagen, haben wir Plakatwände gemietet und haben Studenten rumgeschickt, unsere eigenen Plakatwände, wo unsere Poster drauf waren, drüber zu tapezieren, dass man das in der Dings hat, aber nicht diesen Konflikt, die anderen. Aber das sind natürlich Sachen, da sitzen dann 3-4 Leute stundenlang um den Tisch und diskutieren, wie kann man das machen, dass man den Charakter dieses Kunstwerks irgendwie... Hat es funktioniert? Das hat am schlechtesten funktioniert, fand ich damals. Aber das hat auch damit zu tun, dass man das heute einfach als Werbung sieht. Also man sieht ja solche Sachen auch als Werbung. Damals war Werbung, das war noch ein älterer Herr mit so einer Pfeife so und eine Tabakdose und dann 3 Frauen vorm Kamin im Hintergrund. Das war damals Werbung. Heute hast du solche Sachen, hast du 100-mal gesehen und nimmst es gar nicht mehr als sozusagen als Abweichung wahr. Ja, darauf wolltest du hinaus, ne? Ja, das ist ja interessant. Ich bringe die beiden Ausstellungen in gewisser Weise irgendwie schon ein wenig zusammen. Das ist auf jeden Fall, also unabhängig davon, dass du also ein engeres Verhältnis zur Fondazione Prada dann mit Sicherheit gewonnen hast, du hast ja relativ lang an dem gestohlenen Image hier gearbeitet. Mhm. Ne? Wann kam ungefähr der erste Gedanke zu dieser Ausstellung in der Fondazione Prada, die läuft, hat eröffnet vor 2 Monaten, glaube ich. Im März und läuft noch bis August. Ende August. Lohnt sich übrigens sehr. Überhaupt, es sind auch noch andere gute Ausstellungen.
Ja, das ist zum ersten Mal bin ich drauf gekommen. Ich hatte eine Ausstellung kuratiert für das Museum in Monaco. Die wollten eine Einzelausstellung mit mir machen. Aber vielleicht ein bisschen, was es ist, worum es geht. Kommt dran. Ja, okay. Also ich war da eingeladen, eine Einzelausstellung zu machen. Die hatten ein neues Museum. Man erinnert sich, Prinzessin Caroline zog überstürzt aus Hannover weg, kommt zurück nach Monaco, stellt fest, hier gibt es ja gar kein Museum, sagt der Bruder, ja, das haben wir 1954 verkauft, da steht heute ein Apartmenthaus. Also sagt sie, wir wollen gerne ein Museum haben, das Monaco kann ja nicht nur um Geld gehen hier. Also gibt es ein neues Museum, die erste Ausstellung sollte ich sein und zwei, drei andere Sachen waren noch nicht ganz klar aus der Sammlung. Die haben nämlich eine Sammlung, aber die haben nur einfach kein Museum mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eigentlich jetzt gar keine Lust, gerade kann man nicht was anders machen. So, was habt ihr denn in der Sammlung? Und dann stellt sich raus, die letzten zwei Zugänge waren zwei nicht wahnsinnig tolle, aber dann doch irgendwie zauberhafte Fotografien von Luigi Ghiri. Und dann habe ich gesagt, ja, Luigi Ghiri, das ist ein italienischer Fotograf, den man bis vor kurzem nicht so wirklich kannte, der in den 70er, 80er Jahren gearbeitet hat und immer nur als Fotograf wahrgenommen worden war und innerhalb der Fotografiegeschichte immer nur als sozusagen die italienische Version von William Eggleston, der Farbfotografie aus den 70ern. Vereinigten Staaten. Und dann dachte ich, ja gut, ich würde gerne mit dem eine Ausstellung kuratieren und dann meine eigenen Arbeiten mit dem, irgendwie kann man doch so versuchen, da was zu bauen. Dann habe ich die Witwe getroffen, der Luigi Ghiri starb 1980, unvermittelt, habe die Witwe getroffen, die sich bemühte, seitdem das Erbe dieses hat einfach wahnsinnig viel gemacht, sehr produktiven Künstlers, Fotografen am Leben zu erhalten und in Zirkulation zu halten, was von Italien aus immer ein bisschen schwierig ist. Und also sichtbar zu halten. Sichtbar zu halten, aber sie hat viele Fehler dabei gemacht. Sie hat viel zu in schlechten Museen viel zu viel gezeigt und wurde betrogen und hat dann selber Editionen gemacht, um die Miete zu bezahlen und solche Sachen. Da gab es so viel. Also sie hat ihr Bestes versucht, aber es war. Keiner, der es wissen sollte, hat es wirklich gewusst, was da lagert. Und dann dachte ich mir aber jetzt, ich, Luigi Ghiri, das ist so ein bisschen, der kann sich ja nicht wehren, der ist ja tot. Und dann dachte ich ja, und ich kannte ihn auch gar nicht, weil kann ja alles, was ich da drin sehe, kann ja alles Spekulation sein. Also habe ich gedacht, okay, dann frage ich Margrit, über was würden wir uns unterhalten, wenn wir uns irgendwo treffen würden? Welche Künstler fänden wir beide gut? Und ich dachte, Margrit würden wahrscheinlich, könnte man, das wäre sicher sowas, wo wir uns beide so eine Art von runtergekochter Surrealismus, das könnte man sich sicher, dann kommt daraus Brotas und solche, seine Generation, könnte man sich wahrscheinlich irgendwie zumindest mal 10 Minuten unterhalten. Also ich, Margrit, drei Männer, davon zwei tot. Drei mittelalte Männer, davon zwei tot, dachte ich, ist auch nicht so gut. Und habe dann eine Ausstellung daraus kuratiert, wo dann immer am Ende vielleicht, glaube ich, 18 oder 19 Künstler dabei waren, die sich um das Thema der Darstellung, Wiedergabe von Natur drehten. Warum das so war, kann ich mal länger an anderen Dingen erzählen, aber dann hatte ich eben diese Magritte, die sind sehr schwer zu kriegen. In Monaco gibt es 11 Magritte, die sind aber alle im Safe und gehen da auch nicht raus. Das sind Leute, die also Magritte haben, haben die an der Wand hängen, haben die aber gefälscht. Das sind Fälschungen, dass wenn es abbrennt oder die bekommen, dass nicht der echte Magritte weg ist, sondern nur die gefälschte Version davon. Das ist sozusagen das, was man erleidet, wenn man einen Magritte hat. Die sind also sehr verletzlich. Wir haben die dann irgendwo, habe ich noch welche gefunden, 4 Stück, eins schöner als das andere. Beim Aufhängen habe ich diese Dinger in der Hand und merke, wie fragil die sind. Das merkst du die ganze Zeit, aber als Künstler machst du deine eigene Arbeit. Aber du hast natürlich nie Museumswerke in der Hand, die du dann einfach in die Hand nehmen kannst, sagen, ich hätte gerne hier oder ich trage die mal in einen anderen Raum rüber. Und dabei merkte ich, es wurde mir einfach bewusst, was man aber eigentlich auch weiß, wie fragil die Dinger sind. Und was für ein Wunder das ist, dass sie 500, 600 Jahre erhalten haben sich. Ne? Keine Sprinkleranlagen, Feuer, Brand, 30-jähriger Krieg, was, dann Sprinkleranlagen, das ja noch viel schlimmer ist und so weiter und so fort. Ne? Dass sich diese Teile erhalten, hat auch damit zu tun, dass sie selber solche unglaubliche Ausstrahlung haben. Und daher kam die Idee, dass man, da dachte ich einfach, wenn ich jetzt dieses Ding, ich hatte so einen großen Wolkenhimmel von einer privaten Sammlerin, wenn ich damit jetzt abhaue, komme ich zwar nicht weit, aber irgendwie hätte ich dieses wie wenn Frau im Supermarkt das Kind aus dem Kinderwagen der anderen Mutter klaut oder sowas. Irgendwie dachte ich, man könnte sich vorstellen, dieses Ding zu klauen. Und daher kam eigentlich ganz blöd die Idee, dass ich dachte, was ist mit klauen? Ist klauen als künstlerische Aktion, ist es inspirierend, gibt's da Modelle dazu, kommt da was damit? Und daher kam das, dann hatte ich eine Einladung, eine andere Ausstellung zu kuratieren, das wollte ich aber irgendwie nicht, aber dann hatte ich schon die Idee dafür und dann so. Und dann 4 Jahre später, das ist links ein Rahmen,
links ein Rahmen von, da stellt er ein kleines Schildchen daneben, was so klein ist, dass man es auf dem Foto hier nicht sehen kann. Da steht ein Schildchen daneben und da steht Van Gogh drauf. Und wenn man dann das Leaflet anschaut, dann steht Van Gogh und zwar 001. Und wenn man dann auf dem Leaflet, was man hier da kriegt, drauf steht, dann steht da dabei, dass es aus dem Städelmuseum stammt und das ist der Rahmen des Porträts von Dr. Gachet von Van Gogh. Er hat zwei Porträts gemalt, das er die letzten beiden Bilder gemalt hat. Und das war im Museum, im Städelmuseum. Das wurde von den Nazis als entartete Kunst daraus transportiert und in Zürich verkauft, ganz bekannte Auktion. Ist heute irgendwo in einem Safe in Japan. Aber das Städel hatte immer noch den alten Rahmen. Das heißt, Städel sitzt immer noch da und schaut, was wäre wenn. Und ich fand das natürlich, dann habe ich das auch nicht aufgehängt, das war auch ganz lustig, dass ich während dem Aufbau, die ganze Zeit kamen die Restauratoren und haben das immer dann wieder auf so Kunststoffdinger gestellt, weil sie dachten, das wird ja noch gehängt und jetzt kann man das ja nicht einfach am Boden stellen. Also das war der Auftakt der Ausstellung. Rechts sieht man ein Poster von John Baldessari, ich hatte ihm Fotos besorgt, dieses großen Diebstahls von 8 Gemälden im Musée d'Art Moderne in Paris. Wo der einfach reingegangen ist, da sollte eigentlich nur ein Gemälde neben dem Fenster, was direkt neben dem Fenster klauen und stellte fest, die Alarmanlage ging gar nicht an und hat dann einfach 8 Stück mitgenommen, hat aber keine Transportmöglichkeiten, hat die alle aus dem Rahmen genommen und die sind bis heute verschwunden. Diese Fotos gibt es natürlich bei AP, die habe ich dann John gegeben, der hat uns die Baldessari gegeben, der hat uns die ganze Publicity darum gemacht und dann diese kleine Vitrinenrahmen. Das ist ein Heft, was die Stuttgarter Staatsgalerie 1945 gedruckt hatte und dann irgendwie so nach dem Krieg, gerade nach dem Krieg, sind wahnsinnig viele Sachen verschwunden aus dem zerbombten Museum und hat es an alle GIs und französischen Soldaten weitergegeben und hoffte, dass sie so ein bisschen was wiederkriegt von dem, was ihnen verloren gegangen ist. Das heißt Stolen Images. Die Ausstellung heißt L'Image Volée, wie du selbst weißt und auch in dieser Ausstellung gesehen hast. Französische Titel haben viel mehr Flair. Also habe ich das. In Italien? Ja, auch in Italien. Ja. Die erste Ausstellung. Naja, aber gut, die Ausstellung hat hier, ist ja eigentlich ein ganz interessanter Link, ja? Also von deiner Genese dazu zu kommen, 60 Künstler ungefähr einzuladen, die im Prinzip auch gestohlen haben. Ja. Aber L'Image Volée ist übrigens auch, deswegen auch, passt auch ganz gut, ist diese, es gibt eben, die Ausstellung dreht sich um 3 verschiedene Aspekte dieser Wortkonstellation. Erstmal Aspekte, daraus leiten sich 3 verschiedene, sozusagen, Departements ab, wie man Brutard sagen würde, und dann wieder Unterkapitel. Aber die Aspekte sind erstens das buchstäbliche Stehlen, man nimmt ein Bild, rennt damit davon, das sah man gerade. Das zweite ist, man stiehlt, was auf dem Bild drauf ist. Also ein Bild ist ja doppeldeutig in dem Sinne von, es ist ein Objekt, aber es ist eben auch ein Bild von etwas. Und das dritte ist die klassische Bedeutung, im Französischen heißt L'Image Volée, ist ein Paparazzi-Bild. Das ist, dass man stiehlt dadurch, dass man ein Bild macht. Dieses Jackie Onassis, die geklagt hat gegen diesen Paparazzi, der von da nur noch mit dem Helm durch die Gegend lief, das wurde genannt, das L'Image Volée. Also insofern, das war jetzt nicht so ganz nur aus Modegründen, dass ich das Französisch nannte, sondern auch da, von daher. Und der erste Teil beschäftigt sich buchstäblich mit dem Stehlen. Also es gibt ein berühmtes Video von Ulay, wo er in die Nationalgalerie in Berlin geht. Die Nationalgalerie übrigens kommt sehr viel weg. Da haben wir noch 3 andere Fälle in der Ausstellung von Diebstahl aus der Nationalgalerie in Berlin. Und da geht er rein und spielt und klaut sich eben den armen Poeten. Und er lässt sich dabei filmen. Fährt damit mit seinem alten Citroën-Bus im Schneeregen quer durch Berlin und hängt es ins Wohnzimmer einer türkischen Familie in Kreuzberg. Und ruft dann das Museum an und sagt, da hängt er. Und natürlich wurde dann doch nicht angezeigt und es wurde dann alles beigelegt und sowas. Aber er hat dann sein Lebenslang durch den nie wieder die Nationalgalerie betreten. Der arme Poet hing dann wieder 3 Tage später da, wo er eigentlich herkam, wurde aber dann 2 Jahre später geklaut und kam nie wieder, ist bis heute verschwunden. So, dann gab es Menzel, ganz toller Menzel, der seit 1938 nicht mehr gezeigt worden ist, der in den Nationalgalerielagern hängt. Und zwar ist es ein Bild von Adolf Menzel, der vom Preußenkönig, der auf eine abgebrannte Stadt, kommt, um die Bürger wieder aufzubauen und zum Wiederaufbau zu ermutigen. Und man sieht eben links eine Kutsche und den Ehen mit seiner Gattin kommen. Und dieses Bild war damals schon sozusagen eine Fiktion, weil Menzel 100 Jahre später malte, als Friedrich der Große seine Heldentaten vollführte. Das heißt, damals war das schon ein Historiengemälde. Und
Hitler, wie wir wissen, wollte Maler werden und hat dann zum Geburtstag dieses Bild geschenkt bekommen. Es hing in seinem Privatwohnung in München. Und als Lee Miller, als die Amerikaner München am 5. August München einnahmen und Lee Miller dieses berühmte Foto nahm, wie sie ein Bad in Hitlers Badewanne nimmt, mit den Stiefeln, die davor stehen, war im Hintergrund vermutlich der GI, das war nämlich nur 4 Tage offen, der GI, die haben sich alle was rausgeschnitten aus dem Gemälde. Das heißt, man sieht jetzt dieses Herr-Sörring-Gemälde, aber die Köpfe fehlen alle, die sind alle viereckig rausgeschnitten. Dann wurde alles, was Hitler persönlich gehörte, fiel dem deutschen Staat zu. Die deutsche Staatbilder hat es an die Preußische Kulturbesitzstiftung weitergegeben. Die wussten nicht, was sie tun sollen. 1952 hatte ein Restaurator Erbarmen und hat dieses Bild irgendwie auf eine Pressspanplatte geklebt. Jetzt ist es natürlich hoffnungslos mit dieser Pressspanplatte vereint und sieht wahnsinnig schlecht aus und wird nie wieder gezeigt, weil es auch keinen Zusammenhang mehr gibt, dieses Bild zu zeigen, außer in dieser Ausstellung. Und dann sieht man eben dieses Bild, was wo so viel Geschichte, das sind wie ein Palimpsest von 3 Schichten von deutscher Geschichte übereinander. Aber es ist fabelhaft, weil es auch nichts, es hat überhaupt keinen Symbolcharakter. Es heißt, es ist ja nicht so, dass es Gut und Böse voneinander scheidet oder sowas. Man kann ja gar nichts dran lernen. Deswegen wurde es auch nie mehr gezeigt. Und hier, der zweite Aspekt ist eben zum Beispiel, dass man, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, dass man Dinge klaut, Bilder klaut, also Stile klaut zum Beispiel. Das zweite von links ist ein Cy Twombly. Cy Twombly hatte einen Freund, den hat er angestellt als 20-Jährigen, als er nach Italien zog, als Gärtner, Niccolo. Und der wurde dann irgendwann sein Liebhaber und später wurde sein Sekretär, dann wurde er der Gatekeeper und der über den man immer alles regeln musste und hat sich vollkommen zurückgezogen von der Welt, alles gegenüber Niccolo. Als Niccolo dann 60 Jahre alt wurde, hat Cy ihn gefragt, was er denn zum Geburtstag haben möchte. Und dann hat Niccolo gesagt, ein Picasso. Und es ist natürlich, wenn man sich überlegt, die Situation ist furchtbar. Der Dev hat natürlich gedacht, ach, den größten Cy Twombly, den du je gemalt hast. Oder noch einen Cy Twombly oder irgendwie sowas. Ne? Aber er wusste natürlich, wie man so einen Picasso herstellt und hat ihm einen gemalt. Und es ist einfach, und man sieht es auch, ziemlich genau, dass er eigentlich Picasso blöd findet, aber dass er das natürlich kann, sozusagen. Ne? Und sowas ist, würde man ja nie sehen. Es ist ja ein totaler Spezialfall. Das würde man auch nicht in der Cy Twombly-Ausstellung zeigen können. Aber hier ist es wirklich interessant. Hier diese Bacon sind auch sehr schön. Bacon, das ist dann fast schon von mir gestohlen, die wurden auch noch nie gezeigt. Bei Bacon, als er starb und sein Atelier ausgeräumt hat, gab es 52 kleine Porträt-Leinwände, die ihm nicht gelungen sind, wo er das Gesicht jeweils rausgeschnitten hat, und zwar ziemlich rabiat rausgeschnitten hat. Der hat sie aber auch nicht weggeschmissen. Der hat selten was weggeschmissen, aber die hätte er wahrscheinlich weggeschmissen. Große Leinwände haben sich nicht erhalten, die er zerschnitten hätte. Und die haben wir gezeigt. Da sieht man dann immer noch den Bacon drauf und immer noch dieses Mühen um dieses Porträt. Da habe ich mich gefragt, wem die eigentlich gehören jetzt. Dem Museum in Dublin. Die tatsächlich alles geerbt haben, also dann gilt es also doch als Kunst. Genau, das ist nämlich kein Kunstwerk. Ist eins. Nee, eben keins. Ist keins. Mhm. Naja. Ja, also ich finde, das ist ein Kunstwerk darüber. Ja. Aber das ist eben nicht als Kunstwerk gehandelt, sondern das ist in der Atelier in den Inventar. Aber posthumes Kunstwerk ist ja, ich meine, da geht es ja auch um Autorenschaft. Wer legt es dann fest? Deswegen, der Künstler, wenn er lebt? Genau, oder? Deswegen meinte ich, das ist eigentlich mein Diebstahl. Ich habe es geklaut, sozusagen. Also dann bist du der Autor jetzt des neuen Künstlers, das heißt. Ja. Naja, also jedenfalls diese Ausstellung, das da, und jetzt um deine Frage mit dem Kuratieren. Nee, aber das ist ja vielleicht sofort mit dem Kuratieren, weil das ist aber ein analoges, ich weiß nicht, wie man das so nennen kann, eine analoge Digitalisierung oder das ist eine Vorlage dessen, was also tatsächlich jeden Tag irgendwo im Netz passiert. Ja, genau. Und das finde ich absolut faszinierend. Deswegen diese Parallelität dessen, dass es irgendwie geht, in der Bildproduktion, in der Ausstellungsproduktion, genauso wie im Netz. Mm. Und also ich glaube, vermute wirklich eine wegweisende kuratierte Ausstellung. Jetzt darfst du antworten, ob es kuratiert ist oder nicht. Natürlich ist es kuratiert. Du hast ja auch einen anderen Künstler noch eingeladen, oder? Der quasi die Gestaltung mit übernommen hat.
Ja, ich habe einen ganzen Haufen Künstler eingeladen. Ich weiß, 60, aber oder zumindest 60, 60 Künstler. Aber Manfred Pernis hat ja eine Sonderrolle in der... Der hat die Ausstellungsarchitektur gemacht, ja. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Laric, der jetzt gerade in Sezession eine Ausstellung hat, ist auch drin. So, ich habe das versucht, sozusagen die Idee dieses Diebstahls über die Fotografie, über die Collage, über das Porträt, die Idee des Porträts, damit man das nicht übrigens all over the place ist, bis in die genaue Jetztzeit zu führen. Deswegen, und Manfred hatte eine sozusagen eine fiktive Messearchitektur da reingebaut, die so ein bisschen, die ein bisschen diesen Rem Koolhaas, die ganze Fondation de Prada ist von Rem Koolhaas umgebaut und ausgebaut und überbaut. Und dies ist natürlich sehr moderne Architektur. Und um dem den ganzen Pathos ein bisschen zu nehmen, hat Manfred da mit sozusagen eher so eine Art Architektur Povera da reingebaut. Was kommt jetzt danach? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nie, was als nächstes kommt. Es laufen ja noch ein paar andere Ausstellungen derzeit von dir. Nee, ich bin überhaupt kein Kurator. Das Kuratieren ist auch echt so ein, das ist nur einfach eine andere Idee. Warum? Wir finden das als Kuratoren, als ehemalige Kuratoren finden wir das eigentlich ganz angenehm. Das heißt ja heute nicht mehr kuratieren, das überlässt man jetzt den Künstlern. Ja. Naja, aber es hat natürlich auch damit, es ist eine es ist wahrscheinlich, wenn man das im Größeren sieht, gab es ja auch eine ganze Reihe von Kuratoren oder Kuratorenschulen auch, die sozusagen die Künstler eingebaut haben in ihre eigene These und dann eher den Künstler das abnehmen wollten, ihre Kunst abnehmen wollten. Und vielleicht ist es einfach das Pendel in die andere Richtung. Aber ja, für mich ist es keine, es ist nur, ich habe Ideen, die ich in meiner Kunst bearbeite und dieselben Ideen bearbeite ich in so einer Ausstellung hier. Dann interessiert mich das, ob das geht, ohne dass es um meine eigene Autorenschaft geht, sondern dass man das sozusagen ein bisschen breiter aufstellt. Nee, aber passiert, was ich vielleicht zu Anfang auch gesagt habe, du äußerst dich in dem Fall halt anders als nicht nur über deine eigene, das Produkt als Produkt. Mhm. Und ich finde auch, ob irgendwas kuratiert ist, oder wie immer man das irgendwie benennt, ist ein Nebenschauplatz, der völlig irrelevant ist. Herzlichen Dank. Gerne. Ich hoffe, es war auch für Sie spannend. Sie haben auf jeden Fall wesentlich länger durchgehalten als normalerweise. Jetzt Werbung in eigener Sache. Thomas Demand ist in unserer nächsten Ausstellung auch dabei, in Beton. Eröffnet am 24. Juni im Stockwerk hier drüber. Morgen, Vanessa John Müller, welcher Vortrag ist morgen? Welches? Antje Krause-Wahl, morgen Abend um 18 Uhr, soviel ich weiß. Ist noch ein sehr dichtes Programm bis zum 24. Juni hier, bis zum 26. Juni. Gehen Sie auf die Website, nehmen Sie das Programm mit. Es gibt leichte Verschiebungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Thomas. Ja.